Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Track Day Manager, dem Racing Manager. Vor zwei, drei Folgen hatten wir eine Entscheidungsrunde. Wir sind jetzt hier bei Folge 3 von 5 bis zur nächsten Entscheidungsrunde. Das heißt, wir haben noch zwei Folgen vor uns, also diese und noch eine, wo wir mal schauen müssen, wie wir vorgehen und wie sich das Auto verbessern lässt und so weiter, um dann in der fünften Folge, beziehungsweise im fünften Part, dann wieder eine Challenge starten können und dann entscheiden würden, ob es weitergeht oder ob es nun Ende ist, Schluss, vorbei ist. Ja, ich würde mal sagen, wir starten gleich mal mit diesem Auto hier. Ja, wir haben noch einiges zu schaffen. So, Finding Race. Ja, gab wieder ein Update übrigens. Das Wetter springt jetzt nicht mehr so oft rum, habe ich gelesen. Und ja, ich bin mal gespannt, ganz ehrlich. Ja. So, ich fummle hier gerade noch an meinem Mikro rum. So, braucht aber ziemlich lange, bis er ein Racing findet. Loading, also Ladezeiten technisch haben sie noch nicht wirklich viel geändert. Wir können hier einstellen, wie viel Benzin wir wollen. Wir können hier einstellen, was für Reifen wir wollen. Und hier könnten wir eigentlich jetzt das Auto auswählen, mit welchem wir wollen. Pink Panda Team von der Schweiz auf World Records. Okay. 53 Sekunden haben wir für diesen Kurs gebraucht. Jo, das ist einiges sehr lang. Ne, wenn man so hier die beste Runde anschaut. Ready. 19, 18, 17 Sekunden gehen noch, bis das Racing startet. Und ja, wir schauen mal, wie, was, wo, weshalb wir hier weiterkommen oder nicht. Ready, 3, 2, 1. So, yeah, wir starten nicht als Letzter, aber natürlich auch nicht als Erster. Wäre ja zu schön gewesen. So, okay. Ich habe irgendwie gar keine Musik hier, ehrlich gesagt. Hier glaube ich auch nicht, aber ist okay. So, ne, den brauchen wir nicht. So, ja, ja. So, hier, aber da, hier starten wir. Hier starten wir, schauen, dass wir nicht lecken. Ey! Nicht lecken! Mann! Ja, das war jetzt wegen dem Leck. So, und wir überholen, ne? Doch. Sehr gut überholt. So, geben. Versuchen hier Gas zu geben. Sehr gut, wir sind 12 da. Oh, was machst du? Immer noch 12 da. Brachte also gar nichts. Das Ganze. Das sollte man gut im Auge behalten. So, ja, da hinten uns macht hier gerade hier Windschattenfahrt. Wir auch. Können Benzin so sparen. So, versuchen zu überholen. Klappt nicht. Also hat geklappt, aber da hat sich... So, okay. Wir haben blockiert. Das braucht es auch ab und zu. So, wunderbar. Wettertechnisch.
Wir haben Nos. So, 48 Sekunden. Immer noch schneller als ey, dräng mich doch raus! Unglaublich hier, diese VFG Motorsports. So, komm, den holst du dir noch. So. 13. Ich komme einfach nicht vorwärts. Und ja, schnell. Ah, unglaublich. Was mache ich nur falsch? Was mache ich nur falsch, liebe Freunde? Oh, schlechtes Wetter zieht auf. Raptor TV, was? Okay. Das ist auch neu. Eieiei. Ja, wir schaffen es nicht. Nee, ich komme da nicht ganz nach. Motorsports. Mann, wieso bin ich jetzt plötzlich, ja, letzter. Gibt's ja nicht. Komme ich nicht nach, hey. Was ist denn da los? So, come on. Ich komme mit der Liste komme ich nicht klar. Keine Ahnung, was die bedeutet. So. 90 Sekunden schneller. Oh, jetzt ist der Motor zu heiß gefahren. Persönliche beste Runde. Zehnter sind wir. Und die anderen fahren einfach da durch. Wunderschön gemacht. Neunter, Achter. So, wir blockieren mal hier. Na, das ist doch eigentlich eine gute Strategie. Oder? Oder nicht? Na, ich weiß nicht. So, okay. Wow, wow, wow. Shit. Da hat sich doch wirklich was in die Brennnesseln gestochen. So, nächste Runde in die Box. Und da wird unfair gefahren. Ja, siebter sind wir. Und so, souveränes Überholmanöver. Overtake. Overload. So, jetzt geht's sowieso in die Box, um besseres Benzin zu bekommen. Nee, Quatsch. Aber hier auch. Statoli Race. So, wir rücken wieder runter. Und wir schauen mal, wie schnell das Ganze geht. Ah. Viel zu lange, viel zu lange. 10 Sekunden. Okay, gib Gas. Gib Gas. So. Wir sind 14 da.
Und müssen hier wirklich aufholen. So, come on. Ah. So, komm schon. Komm, 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 hol dir den ersten Platz. Ha. Aber den 13. kannst du dir holen, Mensch. 700stel schneller als vorhin. So. Nee, ich weiß nicht, wie die das machen. Ohne Spaß. Weather Change. Auf 23 Grad. Sehr gut. Und ein Fehler. Wir sind immer wie schneller und jetzt fangen die Probleme an der anderen. Komm, 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 komm. Sehr gut, jetzt Overtake zweimal, was? Okay, 10. Runde. Ne, da komme ich nicht dran. Aber ich könnte versuchen, dran zu bleiben. 12. So, jetzt sind wir dran. Gib Stoff oder gib keinen Stoff? Komm jetzt, du bist dran, du bist dran, du bist dran. Dock dich an. Los. Und da kommt er raus. Overtake. Wunderbar gemacht. Und da die nächsten. Okay. Jetzt muss er aufpassen, dass er die ganze Sache gut im Griff hat. Das sieht gut aus. 9. Das sieht sehr gut aus. Jetzt kann er nur noch down gehen, wenn ihm das Benzin nicht mehr reicht. So, da schließen sie wieder auf. Eieiei. Ist das die letzte Runde oder ist das die zweitletzte? Ich weiß es nicht. Es wird spannend. Es wird sehr spannend. Jetzt gibt's noch eine. Oh. 20% Benzin. Oh, wow. Na, ich komme tempotechnisch einfach nicht hoch rauf. Platz Nummer 8. Kann ich diesen Platz halten oder wird es irgendwie noch nach hinten losgehen? Zwei, drittletzte Kurve. Komm, es ist noch alles drin. Und nee, den kriege ich nicht mehr. 8. Platz. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Das haben wir doch eigentlich relativ sehr gut gemacht. Platz Nummer 8 für dieses Racing. Das ist gar nicht so schlecht, Freunde. Wir haben die beste Pit-Zeit, also Boxenzeit. 704 haben wir eingenommen. Zonen. Nee, aber eine Medaille haben wir. Beste Runde war es auch nicht. Beste Crew. Hier, jawohl. Ah, sonst haben wir, glaube ich, keine Medaille, die wir gewinnen haben. Gentleman, okay. Was es hier für Medaillen gibt, unglaublich. Return to Garage. So. Nächste Folge heißt für uns wieder noch ein bisschen tüfteln, wie die Strategie sein kann, sollte sein und you have einen, wir haben einen Sponsor, der ignoriere ich jetzt einfach mal.
Ja, wir waren doch nicht der Längsamste, also das freut mich. Ups, Entschuldigung. Hey, ja, was willst du? Nee, nee, nee. Ich will nicht. Oh, komm jetzt. Ah. So, wir haben ein bisschen Knete und das heißt für mich, ich werde hier mal die Boxencrew. Tanken, ja, die genau. Marketing Manager. Ah, okay. Ist also noch ziemlich viel in Planung. Ja, okay. Ups. Gut, liebe Freunde, das war's. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.